Hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch im Fahrhaber. Ich wollte Partyzeit, ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls würde ich mal gerne vor Part 300 ungefähr von der Insel unterkommen, wenn man ja das letzte Video gesehen hat, was mir auch schon wieder passiert ist. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? In der letzten Folge haben wir, glaube ich, hier von, ja, wir sind immer noch hier, Cranberry Island. Und haben die Sachen jetzt überhaupt weggebracht, den Schrott hier. Okay, habe ich anscheinend weggebracht, sehr gut. Aber ich meinte, ich hatte alles aufgesammelt. Und warte mal, ist natürlich jetzt wieder eine Woche her, seit ich was gemacht habe. Hier habe ich jetzt hier die Sachen eingesammelt und eingelagert oder habe ich direkt danach weitergemacht? Muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich habe nicht meine Power Armor repariert. Da habe ich überhaupt nicht gespeichert danach. Ich glaube, ich habe gar nicht danach gespeichert. Muss mal nachgucken. Wenn er hier offen ist, ist ja gut. Er ist offen, okay. Die Sachen sind ja alle gelootet, also weil ich das ja wohl irgendwie eingelagert oder habe ich halt alles Dance gegeben. Kann natürlich auch sein. Jedenfalls muss immer stehen geblieben, ja. Wir haben hier noch einige Missionen, die wir machen können. Einige Orte, die wir noch erkunden müssen. Zum Beispiel das hier. Bluxet, Steinbruch, zerstörte Kirche, ich schaffe den Startschlüssel. Was sind ja die Dingens? Okay, ich nehme die mal. Was ist das hier? Aber Verteidigung aus. Ich gehe mal dahin, um zu gucken, wegen weil ich den Raketen. Ich will jetzt hier nicht irgendwas machen und alle hier töten. Aus Versehen. Institut, ne? Müssen wir ja auch noch machen. Oh Mann. Kommt nur so viel. Wir sind noch nicht mal mit der Story durch und wir sind schon bei Part 300. Und da sind schon neue DLC am machen. Nuka World. Möchte ich auch mal irgendwann machen. So. Gehen wir da lang. Den Ort haben wir auch noch nicht erkundet. Müssen wir alles nachholen. So, gut. Weiter. Ich habe ich jetzt schon so gesagt. Wir sind ja schon fast hier fällig, ne? Glaube ich. Muss man immer noch hier ein paar. Oh Gott, wie tief ist das Wasser hier? Zu tief. Oh. Oh. Der tickt wie wild. Oh. Bestimmt ein Synonym für irgendwas, oder? Ein Schmutzfink. Ja, und ich habe so das Gefühl, der Typ liebt mich nicht hier, weil ich noch irgendwie, ja, ich weiß, weil ich irgendwie eine persönliche Quest von ihm noch machen muss. Hier, diese eine, die ich ja nie abgeben konnte. Müsste ich vielleicht mal machen. Ich glaube, danach kann ich den nämlich irgendwie. Also ich kann den vorher bestimmt noch nicht irgendwie auf 100% bekommen. Weil irgendwie damit zu tun hat, weil sind da den seine Leute und so gewesen. So. Tut uns ja. Oh Gott, ein Darth Vader, Myolog. Mit dem Ripper ist das kein Problem. Ein Ernter. Ich glaube, von hinten an. Normaler Meier. Oh Gott. Ich soll vielleicht mit dem Hammer angreifen, das ist ein bisschen stärker, ne? Na, komm her. Da. Ja, auch nicht. Wow, was? Zack. Zack. Oh Gott. Ja. Ha. Ich kann immer noch Panzers aufsammeln. Und hier sind die Dinger, ne?
Ich habe voll den Tinnitus gerade. Nur meinen linken Ohr. Ich bin auf den Nerven gerade. Aber man kommt irgendwie angezeigt, wenn man alle Orte hier erkundet hat. Wie in Fallout 3. Meister. Komm, geh weg. Schaff ich doch locker. Ah, sag ich doch. Ja. Ja. Oh, hi. Legendärer leuchtender Meierblock. Ja, okay. Alter. Sieht da gar nichts aus. Ja, ein bisschen legendär. Ah, was willst du? Warte, ein Schlag. Überstrahlter Boxhandschuh, okay. Boxhandschuh. Okay, Boxhandschuh hatte ich auch noch nicht. Ein Mitteneffekt. Ist gut. Hey, Adrian. Verstrahlungsschaden ist auch nicht schlecht. Na, wahrscheinlich ist Verstrahlungsschaden 50, ne? Das ist ja der Effekt. Ich habe doch hier, dass meine Strahlungssachen ein bisschen stärker sind, ne? 100. Wow. Alter. Okay, ich schlüpfe zu den Doxford Fringe Code. Also das hätte man ja irgendwie so hinkommen können per Dach oder so. Oder auch nicht. Oder irgendwie schon, ne? Okay. Oder hier, ne? Ich irgendwie da rangehen können an die Thron, dass ich gegen die kämpfen müsste. Ups. Die sind ja schon wieder reingekommen. Geblieben. Alter, macht er den Schaden. Gleich mich wieder. Aha. Du, schlägst meinen Schlag. Mit einem Hammer kann man da nicht schlitzen. Boah. So, wo muss ich? Schnapp geschlossen, natürlich. Jetzt aus in die Truhe hier. Alter, der teleportiert sich ja von Ort zu Ort. Er ist immer irgendwo, wo ich mich gerade hindrehe. Oder wo ich vorbeikomme. So, habe ich die schon mal erkundet? Nee, ne? Weil dieses eine brennende Schiff. Alter. Er ist so dunkel in Farbe, ne? Schon froh, wenn ich wieder im Dings bin. Angler. So. Habe ich jetzt getriggert, als ich rausgegangen bin, oder? Noch 14 Stimpacks, geil. Wo? Ist er unter Wasser? Das mal Licious. Jetzt haut er natürlich ab, ne? Hier blühen ich ab. Hallo? Ja.
Mein Mikrofon bewegt sich von allein. Ich war sein. Voll gruselig. Die haben wir so nach rechts gesteuert. Wie tief ist denn das da? Ich treffe dich auf der anderen Seite. So. Jetzt habe ich schon mal die Startstation für die Raketen. Jetzt kann ich entscheiden, was ich damit mache, ne? Wenn ich ihnen den gebe, ne? Wo ich das verstehe. Jetzt kommt er näher, ne? Das hat ja hat den Effekt, dass es weniger AP verbraucht. Leck mich, wie viel? Alter, was? War trotzdem voll viel AP verbrauchen. Wird ja normal noch mehr verbrauchen. Alter, was ist das? Das Ganze. Alter, wie viel? Du stirbst. Da können wir noch mehr seltene Gegner hier kommen, die ich alle nicht fertig machen kann. Alter, wie viele Gegner sind da? Wir sind hier noch. Fällt mir auch nicht dabei. Wieso ich bin eigentlich bin dabei? Ich brauche den noch für jede Sekunde. Aua. Alter. Mal mehr Gegner hier, habe ich das Gefühl. Ja, du vergiftest mich, glaube ich. Also ein bisschen giftiger. Ich kann mir nicht mehr leisten, so viel Stimpacks hier zu verbrennen. Und boah, ich kann meine Waffe nicht ziehen. Oh mein Gott. Tun die sich immer hoch oder so, haben die andauernd immer wieder voller AP. Warte, One Level Up mehr. Wow. Hey. No. Nein, was zum Teufel? Okay. Alter. Verrückt ihr mal alle hier. Ist doch nicht. Was ist das denn schon? Ja. Ich bin noch du, ich komme her. So, ich habe jetzt ein Level ab erstmal. Leck mich. So. Wir nehmen als nächstes. Wir nehmen das hier. Wollte ich hier mir nehmen. Streng mich richtig an. Eine Nahkampfwaffen, wo sind 20% mehr Schaden. Haben wir zum Beispiel Atomsurteil 20%. Das heißt, wird du dadurch der Strahlungsschaden auch sich erhöhen? Nee, ne? Hier von 20% ist nicht viel. Ne? 2 oder 3 Punkte. Und das hier sind 25 Punkte. Ach, aber. Bams, erste Liga. Ich tue jetzt so ein bisschen aufteilen hier, was die Dinge angeht. Und das ist nicht stärker geworden. Was? Komm her. Okay.
Wir haben auch schon mal sicher. Ja, die überpowerte Waffe. Da bin ich wahrscheinlich den letzten Boss zum Spiel, ja, kann ich mal anfangen sagen. Da gab es zum Beispiel keinen. Wir haben ja gerade fast die Hälfte abgezogen mit einem Schlag. Das hat immer eh. Erst Momente lang. Weil ich durch den voll viel abziehen und dann. Und wenn die 2-3 AP noch übrig haben, dann machen die mich fertig. Also bei euch helfen, ne? Danke. Macht das schon, keine Sorge. Wäre zu viel verlangt, ne? Oh, Gaussgewehr. Speichern. Ein Gaussgewehr habe ich noch nicht in dem Spielstand. Muss ich doch haben. So, jetzt ist das höher. 21. So, und der Strahlungsschaden geht dadurch auch hoch. Oh mein Gott. Er wird zum mächtigsten Waffe aller Zeiten, wenn er so weitergeht. Okay. Haben wir jetzt hier alles? Ich glaube ja. Wenn ich dann muss ich irgendwann hier später zurückkommen. So. Ich denke, er wurde von Dima ermordet und danach sind Duplikate ersetzt. Was ich mit dem weiß, Dimas für euch machen könnte, tiefgreifende Wirkungen auf die Insel haben. So. Ich habe einen Startschalter gefunden, mit denen ich den Nukleus vernichten lässt. Wenn ich ihn benutze, könnte ich die Zukunft der Insel verändern. Okay. Ich muss den Startschalter, um den Nukleus zu zerstören. Mit dem über den Todmannschalter der Windturbine. Über den Startschalter, auf seinen Strich mit dem neuen Beispiel, mit Startschalter für die Atomraketen. Okay. Wir sagen erstmal mit dem, der scheint mir der vernünftigste von allen zu sein. Nee. Okay. Gehen wir nach Arcadia. Gucken wir mal, was Dima zu all dem zu sagen hat. Dann gucken wir mal. Zu informieren kann ja wohl nicht schaden, erstmal. Weil nicht der. Okay, die Leute von Farbe sind jetzt auch nicht. Das Schlimme, der Typ hier vom Nukleus, den traue ich nicht. Und ja, gucken wir mal. Ein Megatonnen am Ab. Wir haben schon wieder alles kaputt gemacht hier. Blöde Viecher. Also eine Konfrontation, ne? Alles kaputt. Ich wollte erst Liga genommen habe, jetzt tue ich noch mehr Schaden anrichten. Was 300 Strahlungsschaden, ist auch unmenschlich. Wieder nur was gegen die Viecher kann man jetzt nicht so vor. Aber egal. Aber nach und nach alle möglichen Perks mal benutzen. So, Dima. Da muss ich nicht mehr mit Kazumi mit irgendwas reden. Melde ich wieder bei Kazumi. Okay. Mit dir damit zu tun. Hat dir doch nicht zu interessieren. Hast du gefunden? Also ganz kurz. Ich habe Dimas früheste Erinnerung gefunden. Er hat schon mal getötet. Die ganze Insel manipuliert. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ich glaube, er war verzweifelt. Für ihn war es die einzige Möglichkeit. War Arcadia einfach ein Fehler? Sollte es gerettet werden? Hier leben gute Menschen. Sünds. Du solltest nach Hause gehen, Kazumi.
zurück ins Commonwealth. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich muss das hier zu Ende bringen. Die Sünde bedeutet... Was macht die denn hier? Die macht doch hier gar nichts. Wir darüber reden, wenn das hier vorbei ist? Okay. Danke. Ich brauche gerade ein paar Stimpacks. Nur 15. Ich wieder hoch. Ist auch ungewohnt, mit einer Power Armor hier rumzulaufen. Irgendwo hier reparieren lassen. Ich kann da gar nicht. Ich kann da gar nicht in die Dinger dran, weil ich in der Power Armor bin. Wie ich schlafen kann, ich kann auch nicht schlafen. Warum kann ich in der Power Armor schlafen? Das ist bestimmt gemütlich. So, die IMA. Aber ich habe Chase auf dich angesetzt. Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Also, da war doch meine Aufgabe. Mein Speicherbänken. Wird es jetzt leichter sein, den Konflikt auf der Insel friedlich zu lösen? Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus, wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Verhaber bedrohen, auch Unschuldige. Ist der Nukleus das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tektes Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Verhaber aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. Sollten beide vernichten. Ich habe den Schlüssel schon gefunden. Niemand wird ihn benutzen. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Dann sei etwas frei. Das uns hilft, Frieden zu stiften. In einer Erinnerung hast du einen Schalter installiert, um die Energie in Fahrhaber abzuschalten und sie dem Nebel zu überlassen. Auf diesem Holoband. Lass mich mal sehen. Was ein ganz schöner Dreckskerl, ja. Ich fürchtete, Verhaber könnte sich gegen uns wenden, uns als zu verschieden ansehen. Also habe ich einen Notfallplan erstellt. Massenmord. Ich versteckte den Code, weil ich den Gedanken an seine Nutzung nicht verkraften konnte. Dann versteckte ich die Erinnerung, weil ich nicht mal das Wissen darüber aushielt. Was habe ich getan? Wenn die Kinder des Atoms jemals diesen Code erhalten, werden sie Verhaber vernichten. Ich habe den Code. Verhaber ist sicher. Warum sie? Mein Gott. Haben die Kinder nicht einen Grund, Verhaber zu hassen? Als der Nebel schlimmer wurde, töteten die Leute aus Verhaber einen Missionar der Kinder. Seitdem gibt es nur noch Hass und Blutvergießen. Aber Mord ist nicht die Lösung. Keine Sorge, Dima. Ich habe den Code schon. Verhaber ist sicher. Alle sind sicher bei mir. Jetzt müssen wir einen Weg finden, diesen Konflikt zu beenden. Hast du noch was in meinen Erinnerungen gefunden? Ja, geht immer weiter hier. Ich gehöre zur Bruderschaft. Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Verhaber zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Verhaber getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Warum hast du das getan? Ich musste in Verhaber für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Verhaber geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia und
Ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Zünd gesetzt habe, muss geheim bleiben. Ich sag's zwar aber, ja. Ich halte es geheim, Dima. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Auch wenn es schrecklich klingt. Diese Erinnerung hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Fahrhaber durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tactus durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Fahrhaber zu vergeben und eine Lösung zu finden. In Ordnung. Sag mir, wie dein Plan aussieht. Das wird nicht einfach für uns beide. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Mein Gott. Müssen wir den hohen Beichtvater töten? Es wäre der sicherste Weg, ihn unschädlich zu machen. Aber jede Methode, bei der Tactus für immer seine Macht verliert, sollte funktionieren. Okay. Okay, ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn allein erwische? Tactus hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. What? Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tactus sicher mit dir reden wollen. Unter vier Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material. Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier, ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Acadia Schild. So sollte das Leben sein. Wirklichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Was ist denn das? Das ist nun mal geschehen. Also viel Erfahrungspunkte. Was ist das für ein Teil? Hier ist nicht genau, wo Dingens. Wegen meiner Dinge ziehe ich das jetzt nicht wegen meiner Power ab. Na gut. Dann sind wir noch Freunde, ne? Dance, was ist los? Was denkst du über uns? Ich würde dir mein Leben anvertrauen. Und dieses Vertrauen ist schwer zu gewinnen. Das war's. Also gut. Na gut, dann haben wir zwei Missionen übrig und die eine ist Sucherzentrum. Ach so, die eine ist dafür, die ganze Insel zu retten, habe ich mal so mitbekommen, oder? Das muss ja eine Reihe alter Rollen werfen, beispielsweise mal aus seinen alten Zug. So. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Partie. Wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.